Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Ich mach mal die Pause weg. Und wir sind im zerstörten Lindblum, sind aber soweit fertig und können jetzt zum äußeren Kontinent gelangen. Nur ist halt momentan noch die Frage, wie. Wir haben aber schon den Tipp bekommen, dass wir doch mal in so einem Art Morast vorbeischauen sollen. Ihr kennt bestimmt den Morast, wir waren schon dort, haben dort jemanden kennengelernt. Ja. Ah, Zidane, Lili, gut, dass ihr kommt. Vivi, wo ist Onkel Sid und die anderen? Naja, also, er sagte, er komme gleich wieder und seitdem ist er weg. Was treibt er bloß wieder? Hurra, ich habe es geschafft. Zup. Ich habe zwischen dem Wasserdrachentor und hier die Lore sabotiert. Zup. Das konnte ich nicht mehr ertragen, dass die in mein Schloss einfach machen, was sie wollen. Verzirpt nochmal. Los, die Gelegenheit ist günstig. Zirp. Aber passt bitte auf, in diesen labyrinthartigen alten Minen kann man sich leicht verlaufen. Zirp. Ach ja, noch was. Nimm das hier mit. Zirp. Was ist das für ein alter Stofffetzen? Ein unverschämtes Mundwerk wie eh und je. Das ist nicht nur ein gewöhnliches Stück Stoff. Zirp. Das ist der Staatsschatz Lindblums. Es handelt sich um eine antike Karte, auf der alle Kontinente verzeichnet sind. Zirp. Ach so. Also doch mehr als nur ein Stofffetzen. Cool, wir haben die Weltkarte erhalten und können jetzt auf der Weltkarte, also draußen, nicht nur unseren Kontinent des Nebels sehen, sondern die ganze Welt von Final Fantasy IX. Nun aber los. Wenn wir hier noch länger plaudern, kommen sie uns noch auf die Schliche. Zidane, Vivi, zirp. Da sind wir euch ja auch um die Prinzessin kümmert. Zirp. Ja. Onkel. Du brauchst keine Angst, um mich zu haben. Eine Juckzirpe kriegt man so schnell nicht unter. Zirp. Nun aber schnell. Zirp. Wenn die mich hier finden, dann verarbeiten die mich zu Jucköl. Zirp. Lass uns gehen, Lilly. Active Time Event. Verzirpt nochmal. Oh, muss ich ja wegdrücken. So. Also, wir haben jetzt hier ein Active Time Event und wie es der Name ja schon sagt, von Großherzog Sid. Also sowas. Der Herzog eine eklige Juckzirbe und seine ergebenen hirnlosen Witzfiguren. Was kann am Verladen von Vorräten bitte schön so lange dauern? Nanu? Jetzt weiter. Habe ich vielleicht etwas von Pause gesagt? Dass euch die Feigheit dieser Kerle in den Wahnsinn treibt, kann ich ja verstehen, aber in Kürze beginnen wir unsere nächste Operation. Diese Maschine gab plötzlich ihren Geist auf und die Lore steht seitdem still. Stimmt doch, oder? Ja, sie machte erst irgendwie zirp zirp und dann war Schluss. Eigentlich wollten wir ja noch ein paar Einkäufe erledigen, bevor es losgeht. Irgendeine Nachricht vom Wachposten? Nein, nichts. Ist dafür vielleicht Herzog Sid verantwortlich? Ich glaube, er verheimlicht etwas vor uns. Ich frage mich, was sie da verladen. Doch nicht Schweißgurken, oder? Hier muss er lang sein. Ihr da, kommt auch mit. Findet mir den Großherzog. Zu Befehl. Mal zwei. Gudi, also so langsam wird ihm anscheinend auf die Schliche gekommen, wer das jetzt war. Ui, da haben wir unseren Mokri bitte. Mognet und Monte. Stets zu Diensten, Kupo. An Monte einen Brief überreichen. Ein Brief von Modern. Vielen Dank, Kupo. Von Modern an Monte. Nicht auszudenken, Kupo. Mok aus dem Schloss ist verschollen. Kupo. Haben ihn die Alexandria-Soldatinnen mitgenommen? Kupo. Oder vielleicht gerade die Schwarzmagier gefressen? Kupo. Ich sorge mich ja so. Kupo. Oh nein, das ist ja furchtbar. Kupo. So, will er uns was mitgeben? Nein, leider nicht. Aber wir speichern mal hier. Ist ja ein super schöner Ort zum Speichern. Und der Typ lächelt mich da schon so an. Nicht der. Der verkauft mir bestimmt was. Oder gibt mir irgendwas Schönes. Irgendwas macht er. So, jetzt habe ich auch Vivi wieder mit dabei. Und
Ehrlich gesagt frage ich mich gerade ein bisschen, wo Quina ist. Der ist irgendwie schon seit Ewigkeiten weg. Aha, ihr wollt also zu der alten Bergmine? Da geht ihr einfach schnurstracks nach Norden, ist ganz in der Nähe von diesem Acht... Was? Achterförmigen Morast? Wieso achterförmig? Keine Ahnung. Aber da würde ich ja nicht ohne so weiteres hingehen, ohne sich bei mir gut ausgerüstet zu haben. Ausrüstung? Ja, bitte. Cool. Aber... Nichts Besonderes, muss ich leider sagen. Ist alles irgendwie, das kann ich mal noch kaufen. Ist alles nur Zeug, was ich so jetzt gerade gar nicht brauche. Mal hier, da mache ich mal 11 Stück von, so passt. Na gut, dann sind wir hier fertig und können raus auf die Weltkarte gehen. Tschüss, tschüss, Lindblum. Mal sehen, ob das jetzt zerstört aussieht. Vor uns sah es ja noch ziemlich frisch aus. Ja. Moment mal. Ich habe da vor uns noch irgendwas gelesen von einer Kiste hier. Hm. Ah, ja. Stirnbande halten. Ups, entschuldigt. Ich will euch nicht zusammenschlagen mit meinem Gamepad. Aber jetzt gucke ich mal gerade. Achso, der hat schon was Neues, das ist okay. Stirnband haben wir auch schon. Und hier hatte ich, glaube ich, schon geguckt. Da ist sonst nichts Neues. Außer das, da habe ich aber schon alles ausgewählt. Und hier haben wir für Vivi leider nichts. Und hier auch nichts. Und hier... Da, 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 da. Ah, ich habe ja von uns das Seidenkleid gekauft. Damit kann Vivi Ability ablernen. Ist sehr, sehr praktisch, weil er dadurch natürlich die ganzen Sachen viel schneller lernt. Sie ist hier fertig in der Richtung und braucht hier nichts mehr anlegen. Auch die anderen Sachen sind soweit eigentlich so gelernt. Aber hier kann ich irgendwie nichts mehr machen. Ist ein bisschen schade. Okay, nee, dann war's das hier. Und dann werden wir mal gerade nach draußen gehen. Jetzt sind wir nämlich fertig hier in Lindblum. Ich glaube, so schnell werden wir Lindblum auch nicht wiedersehen. Wenn wir nämlich wirklich auf den äußeren Kontinent gehen, dann wird es wohl eine Weile dauern, bis wir wieder hier sind. Aber soweit haben wir ja eigentlich alles erledigt. Und wir sollen in den Morast. Vorher werde ich aber nochmal in den Chocobo-Wald gehen. Beziehungsweise, doch, ja, Chocobo-Wald. So, wir holen uns mal hier das Chocobo. Oder? Ja, doch. Hab keine Lust, jetzt die ganze Zeit rumzukämpfen. Ah, hier, Gizakraut. Beziehungsweise, Moment. Ordnen automatisch. Okay, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Ich will meine Ordnung hier haben, ich mag das sonst nicht. Kiri! Ach ja, stimmt ja. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das hier? Ah, ich habe ja einen blauen Chocobo. Ganz vergessen. So, hier müssen wir nachher hin. Das ist Kuhs Morast. Ich werde aber erstmal ganz kurz hier oben lang gucken. Nee, shit. Falsche Richtung. Irgendwo war die Gizamaluke-Grotte. Dort können wir nämlich... Das ist nämlich auch einer dieser Sidequests. Dort können wir unseren Mokri-Ehepaar, was wir dort ja schon kennengelernt haben... Oh, Moment. So, okay. Eine Kuponus geben. Die haben wir ja damals bekommen, wo wir, lasst mich kurz überlegen, das war, ich glaube, wo wir das erste Mal Lindblum waren. Da hat Vivi eine Kuponus geschenkt bekommen von der Verkäuferin oder dem Verkäufer. Ich glaube aber, es war eine Frau. Gut, die Leichen sind mittlerweile weggeräumt. Aber die Kämpfe gibt es immer noch. Sollte uns aber kein Problem bereiten. Gut, Skeleton. Boah, was eine geile Waffe. Das gibt's ja gar nicht. Die sieht ja richtig stylisch aus. Nicht schlecht. Mal sehen, was sie kann. Ja. Doch. Ist ganz gut, würde ich sagen. Obwohl er 900 immer so in letzter Zeit verletzt hatte, soweit ich weiß.
Naja gut, 34 EXP ist jetzt nicht die Welt, aber ich bin eh auf einem Level, wo momentan selbst 100 oder 300 EXP nicht wirklich was bringen werden. Gut, ich musste nur kurz nochmal auf die Zeit gucken. Also ich glaube, unser Paar war hier drüben. Sieht auch schon nach Kapelle aus, wenn man hier guckt. Lässt sich nicht öffnen. Upsala. Doch verguckt. Dann muss ich wahrscheinlich erstmal geradeaus und dann rechts. Ich glaube, es war irgendwo rechts. Frosch im Hals. So, dann werden wir die nochmal schnell platt machen. Ist schade, dass wir nur Vivi und Lilly dabei haben. Oh, das reimt sich irgendwie. Vivi, Lilly. Naja, auf jeden Fall, die sind nicht gerade sehr stark. Ich greife halt gern mit konventionellen Angriffen an. Ich mache das ungern dauernd zu zaubern, deswegen greife ich hier ganz normal an. Und Zidane ist nun mal der Einzige, der die killen kann. Ist ja ganz klar. Gut, 20 HP, das ist jetzt nicht die Welt. Na gut. Also eigentlich, wie gesagt, wir müssten hier jetzt geradeaus durch die Tür. Und ich glaube, entweder was rechts. Ich glaube, was war rechts, ja. Gut, Skellenkarte kann ich nicht mehr nehmen, das ist egal. Oder was die Potion? Weiß ich nicht. Die Skellen. Also ich glaube, was war rechts, wie gesagt. Oder geradeaus? Nee, geradeaus war was anderes. Hier, genau. Und jetzt rechts. Genau, hier haben wir sie doch. Ein Baby! Also ihr seid Schweine hier, das ging aber fix. Du hast noch welche bei dir? Stimmt's? Oder habe ich Kupo? Wahrscheinlich recht, oder was? Stimmt's oder habe ich Kupo? Wir schenken natürlich die Nuss. Herzlichen Dank, Kupo. Das schenke ich dir, Kupo. Wir haben jetzt ein Elixier erhalten und fragen mal das Mädel hier aus. Moguline, ich hätte so gern einen Brief. Naja gut, wir speichern hier nochmal. Und ich glaube, es ist so, jedes Mal, wenn wir einen Brief ausliefern, bekommen wir eine Nuss. Das heißt, ich werde so oft wie möglich, wie mir halt möglich ist, ich will jetzt keinen riesen Umweg immer machen, werde ich diese Nüsse hier abgeben und ja, dadurch natürlich Items bekommen. Die erste pro CD ist immer eine wertvolle, ein wertvolles Item, wie man jetzt ja hier bei dem Elixier sehen konnte. Ist das jetzt richtig? Nee, das ist falsch. Und jede weitere sind dann so ganz normale Items. Ich denke mal Potion, High Potion, Phönixfeder, sowas in der Richtung. Und das lohnt sich eben nicht ganz so sehr, deswegen werde ich da wirklich immer nur, dann hierher kommen, wenn ich auch in der Nähe bin. Also halbwegs in der Nähe, hier auf dem Kontinent halt. Verführen, bitte nicht Zidane. Das wäre ein bisschen gut. Das wäre nämlich ein bisschen schlecht. So, dann mach es platt. Das dürfte jetzt Geschichte sein. Ja doch, okay. Ich sah gerade ganz kurz so aus wie... ich bin fast tot, aber ich stehe nochmal auf. Gift gelernt. Jeha. Dann schauen wir mal direkt. Also Gift. Gift Vivi. Das ist... Okay. Jetzt brauchen wir nur noch 14 für Blitzra. Gut. Und sonst war nirgendwo Gift gewesen. Karten wollte ich nochmal schauen. Nee, bei Karten dürfte es vor uns nicht gewesen sein. Es war bestimmt die Potion, die ich vor uns nicht aufnehmen konnte oder so. Naja, gut. Hätte mich auch gewundert. Ich habe so viele Karten aussortiert. Aber irgendwann wird eh der Zeitpunkt kommen, wo ich... Ach du Scheiße, wo muss ich hier lang? Ah ja, gut, okay. Wird eh der Zeitpunkt kommen, wo ich von jeder Karte wirklich nur einen Typ... Nee, von jedem Typ nur eine Karte haben kann. Und weil man kann maximal 100 Karten lagern. Und es gibt 100 verschiedene Karten. Und ich möchte natürlich von jeder eine haben. Auch wenn das echt übel werden könnte. Ich meine, erstmal die Leute zu finden, das wird echt schwer.
Naja, wird schon werden, ne? So, bevor ich hier weitermache, werde ich diesen Part mal wieder cutten. Wir sind schon wieder bei 15 Minuten. Auf jeden Fall erwartet uns im nächsten Part nochmal ein kleiner Besuch im Schokobowald. Dort können wir noch was Kleines ausgraben und dann geht es auch direkt schon weiter zu Kusmorast. Dort werden wir noch ein paar Frösche fressen. Ah nee, Moment, können wir gar nicht. Quina ist gar nicht bei uns. Egal. Gut, dann werden wir halt gucken, wo wir weiterkommen. Irgendwo dort soll eine Mine sein, die uns dann zum äußeren Kontinent führt. Werden wir mal schauen. Also bis dahin wünsche ich euch noch einen sehr, sehr schönen Tag. Und ich hoffe, ihr bleibt mir treu, schaut weiterhin meine Videos. Und bis dahin, viel Spaß noch. Ciao.